Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Speed Learning Podcasts von Rethinking Memory. Karin schreibt in einem E-Mail: Was versteht man unter einem Gedächtnispalast? Und kann man eigentlich mehrere Gedächtnispaläste haben? Gute Fragen, liebe Karin. Ja, was versteht man eigentlich unter einem Gedächtnispalast? Ganz schnell auf den Punkt gebracht, kann man sagen, ein Gedächtnispalast ist im Endeffekt ein Ort. Ein Ort, an dem man sich Dinge merkt. Das kann jetzt deine Wohnung sein, das kann dein Arbeitsplatz sein, das kann aber auch ein Supermarkt zum Beispiel sein. Der Gedächtnispalast wird auch die Loci-Methode genannt, vom lateinischen Wort locus, der Ort. Wir verwenden also Örtlichkeiten, das heißt zum Beispiel ein Bett, ein Wandschrank, ein Kasten und wandern so durch unseren Gedächtnispalast in Gedanken und stellen uns an diesen verschiedenen Orten bildlich dar, was wir uns merken wollen. Und ein Gedächtnispalast funktioniert so. Wir versuchen das jetzt mit den amerikanischen Präsidenten ab dem Zweiten Weltkrieg bis zum 21. Jahrhundert. Der erste ist Harry S. Truman. Wir fangen in einem Schlafzimmer an und stellen uns vor, wie auf dem Nachtkästchen Jim Carrey, der Schauspieler aus dem Film The Truman Show, steht. Vielleicht macht er dort auch einen Handstand. Das ist noch besser einzuprägen. Auf dem Bett sehen wir dann jemanden, der mit einem Eisenhammer auf einen Amboss schlägt. Dwight D. Eisenhower. Er haut also quasi auf den Amboss. Nun vor dem Schrank angelangt, sehen wir einen verwirrten jungen Mann, der ganz verwirrt durch die Gegend blickt und sich denkt, kenne ich die? Also, kenne ich dich? Präsident Kennedy. Nun eine Frage an dich. Wen würdest du dir jetzt vorstellen oder was würdest du dir jetzt vorstellen, wenn du dir Lyndon B. Johnson merken möchtest? Präsident Johnson. Also ich habe da ein Bild, das werde ich aber jetzt nicht sagen. Du merkst es dir einfach bei der Ausgangstür zu deinem Schlafzimmer. Dann an der Eingangstür zum Abstellkämmerchen, da merken wir uns Richard Nixon. Wir stellen uns also eine Nixe vor, die dort ihr Unwesen treibt. Vielleicht klatscht sie mit ihrer Flosse gegen die Tür oder ist dort eingeklemmt, wie auch immer. Es soll eigenartig und unalltäglich wirken. Das merkt sich unser Gehirn am besten. Weiter ging es jetzt mit Ford, Carter, Reagan, Bush und Clinton. Aber das kannst du ja selbst fortsetzen. Also was ist ein Gedächtnispalast? Ein Gedächtnispalast ist ein Raum oder eine Route im Freien, wo wir uns an bestimmten Orten bestimmte Informationen merken, die wir in Bilder übersetzen. Nun mag natürlich jemand einwenden oder fragen, naja, ist das nicht einfach viel mehr Arbeit, als wenn ich es mir einfach nur so merken würde? Die Gedächtnispalastmethode scheint aufs Erste etwas mehr Arbeit zu sein, weil man das, was man sich merken will, in merkbare Bilder übersetzen muss. Wer jedoch den Gedächtnispalast einmal ausprobiert hat, der wird schnell merken, dass das weit von der Realität entfernt ist. Es ist nicht mehr Arbeit, im Gegenteil. Wie viel mehr Arbeit hättest du denn, wenn du dir ohne eine Merkmethode die Reihenfolge der Präsidenten merken müsstest? Und wie schnell würdest du sie wieder vergessen? Wer mit dem Gedächtnispalast arbeitet, vergisst viel weniger schnell und merkt sich das Ganze viel, viel länger. Deshalb will ich hier gar nicht noch weiter rum erzählen. Schalte doch den Podcast einmal auf Pause und probier die Gedächtnispalastmethode gleich aus. Du wirst sehen, sie hält, was sie verspricht. Karin fragt weiter. Kann man mehrere Gedächtnispaläste haben? Ja, das kann man. Man kann sogar unendlich viele Gedächtnispaläste haben. Nun weiß ich natürlich, wie es einigen von euch geht, wenn sie mit der Methode des Gedächtnispalastes anfangen. Naja, aber werden mir dann nicht irgendwann mal die Gedächtnispaläste ausgehen? Was ist, wenn ich viel zu viel zu lernen habe und viel zu wenig Merkorte, an dem ich mir etwas merken kann? Gut, das sind wichtige und berechtigte Einwände. Anfangs ging es mir auch so. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich meine erste Liste an Gedächtnispalästen zusammenstellte.